Die Aufforderung müsste bei dir angekommen sein. Sauber. Hat das schon mal hier drin? Also ich wollte natürlich nur kurz hier einen Test machen, ob das vom Echo her geht. 1-2, 1-2. Hört man mich? Ja, passt. Kein wildes Echo. Ja, also nichts Übertriebenes. So kann man das lassen. Wunderbar. Alles Servus gut. Zusammen. So. Bei mir ist wieder, Stefan. 137, das alte Schlachtross. Und ja, wir wollen jetzt zusammen die ganze Wintersaison durchzocken, um uns hier diesen Mercedes-Benz AMG GT zu holen. Ja. Dafür nehme ich mal ein Zweitprofil. Ich muss mal gucken, ja. Ah, es gibt ja neue Sachen hier im Kaufhaus, den Sie. So. Sie? Deutscher Rennhelm, habe ich natürlich alle mit. Hey, den habe ich auch gekauft. Boom. Doom Amy hoch, hä? Okay. Was soll das heißt? Die Hupe Doom E. Ne, 1M. Was? Warte mal, ne. E1M1 hoch. Keine Ahnung. Ich bin zu alt dafür. Ich kenne diese ganze Kiddie-Sprache nicht. So. Gut, jetzt möchte ich noch schnell hier den Blitzer machen, wo ich schon im BMW sitze. M5 2018. Ah, du kannst auch nicht lesen. Gut, dann passt's ja. Autotune. Einstellung laden. So. Torgon. Was nehmen wir, was geht? Muss mal an. Ja, baue ich doch mal ein. Ist die gut, ja? Lohnt die sich? Übelst. Hupe, so. Soundeffekt wahrscheinlich. Ich weiß auch, dass kein Auto ohne Spezialhupe komplett ist. Die erzählt mir jetzt gerade hier was über die Hupen, also ich war noch nie hier in der Hupenauswahl mit dem Das hängt nämlich gar nicht jucken. Was war das? Oh, lololololo. Nein, hier ist er nicht dabei. Musikhupen. Doom. Hoch. Ah, es gibt einmal hoch und einmal tief, alles klar, okay. Achtung. Wow, ich bin geflasht, alles klar. Gut, ja. So, jetzt habe ich das auch gehört, prima. Jetzt mal kurz auf den Weg zu der zu dem Blitzer und dann kann er loslegen. Ah ja, den Sprung mit dem KP probiere ich dann auch nochmal hier mit meinem Smooth-Account. Und das muss jetzt der Mercedes GT sein oder was? Welcher gemacht das soll? Ich verstehe jetzt deine Frage nicht. Der Sprung. Er funktioniert anscheinend garantiert mit dem C63. Das ist der Mercedes AMG C63S Coupé. Und der hat bis jetzt bei allen wohl funktioniert. Ich habe einen gehabt, der mir tatsächlich geschrieben hat, dass es bei ihm nicht geklappt hat. Okay. Aber nur eine. Ein paar Karten mal gefehlt. So, was brauchen wir? 321, ja, da war ich eben 4K mal drunter, glaube ich. Super. Ein Video sage ich auch, dass man hier von hier oben anfangen soll. Also im Norden, und habe ich mich dran gehalten? Nein. Wie nett. Sachen, dass der geht. Spur stehen. Ja, definitiv. Also 330, jawohl, ja, läuft. Huhu, gepackt. So. Kannst du was aufschreiben? Ich weiß, wo ich das später war. Hey! Hat auch so rumgeschafft. Wo ist jetzt der Schutz? Also mit dem Mercedes geht's wirklich. Mercedes geht's? Ja. Gut, okay, dann brauche ich gar nicht groß rum zum Experimentieren.
Selbst auf 800, das reicht vollkommen aus. Ja, du brauchst ja nur einen Stern, also zumindest scheint das noch zu stimmen. Gut, da holen wir uns jetzt auch nochmal schnell den Schatz. Mein Schatz! So, Stefan, das ist unten beim Loch. So. Hier beim ausgetrockneten See, da. Genau, da kommt nämlich der Schatz raus. Ja. So. Da kommen wir uns direkt hier immer zu alles. Was? Ah, ist ja mein zweiter Account. Schnellreise 4600 Credits. Ah! Scheiße, yo, Reise, Reise. Nein, nichts geht. Ah. Hab ich's wieder gekriegt hier. Viel zu schnell A gedrückt, ey. Und das jetzt, weißt du, wenn es die halbe Mac ging, von mir aus. Aber das war jetzt was. 15 Sekunden Fahrt, 20 Sekunden Fahrt oder so. Dafür war wieder zu faul gewesen. Macht der Gewohnheit, ne? Ach, total, total. Karte liegt. So, Schatzherausforderung abgeschlossen. Jupp. So, jetzt gucken wir erstmal, ob sich das Beamen lohnen würde. So, der Schatz ist nämlich hier. Da ist er. So, und da ist der DJ. So, das lohnt sich nicht. Wir fahren da jetzt hin. Wir fahren da jetzt eiskalt mal hin. Herrlich. Ja, 2 Kilometer. Ich hatte meine komplette Kohle ausgegeben gehabt. Ich hatte ja nur noch 20.000 Credits gehabt. Also ich war eigentlich pleite. Ich habe das Haus gekauft für die Schnellreise, es hat 2 Millionen gekostet. Und 2 ja. Millionen und knapp 20.000 hatte ich. Also gerade so. Gereicht. Scheiße, das machst jetzt keine Kohle und es ist ja gar nicht so leicht, hier Geld zu verdienen. Aber ich habe jetzt wieder 5,5 Millionen. Oh, und zwar habe ich mal alle Wheelspins gemacht. 20 Super Wheelspins, 60 normale. Ja, bin wieder im Geschäft. Der kleine Notgroschen. Ja. Der kleine Notgroschen, der. Da kann der ja angefahren. Yes, steht da auch. Der Hillbilly hier. Und jetzt habe ich das gleiche Problem, was einer aus dem. Was meiner Dings auch hatte. Und zwar ist der Schatz nicht da. Okay. Ja. Und ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt. Wenn man Koop hier unterwegs ist, kann das durchaus passieren anscheinend. Mir wird auch als bereits eingelöst angezeigt. Dann geh ich mal raus. Nein, bleib. Alles gut, bleib drin. Ich will mal gucken, ob der mir jetzt hier alles erfüllt. Ja, Schatzsuche abgeschlossen. Und das, obwohl ich nicht hingefahren bin. Okay. Krass. Ja. Ja, und die 50.000 hast du jetzt? Gibt es da Geld dafür? Weil ich meine, da gibt es noch 100 FP-Punkte für den diesmal, oder? Oh, gar ich weiß ich nicht. Das mit 50.000 gibt schon lange nicht mehr. Ach, jetzt war es nur noch 5.000 und jetzt kriegst du nur noch 100 Forza-Punkte für den. Aha. Okay, wusste ich auch nicht, weil lesen durch das wenigsten nicht erfüllt und gut ist, weiter. Ja, das mache ich auch erst, seit ich halt hier ein bisschen aufpassen muss, darf. Naja, klar. Mich Leute immer wieder was fragen. Gut, jetzt geht's noch zum Stadion. Da beam ich mir hin, scheiß auf die Kohle, ich hab's ja. So. Dann haben wir auch das Foto mit dem Audi. Oh, das stimmt. Ja. Achtung, jetzt hat er den gar nicht. Pass auf, jetzt hat er den gar nicht. Pass mal auf. Hat er ihn? Er hat ihn. Na, jetzt hat er. Er hat ihn. Stimmt, er hat ihn. Brauchen. TT von 2015. Ei, wo ist er denn? Nee. Da. Ja, geklappt. Wundervoll. Roter Rennanzug hat einen Rennanzug. Oder Rennanzug. Nee, oder Anzug. So. Noch was
Ah, Bergpassblitzerzone. Mit dem mit dem Manta, die mache ich auch schnell. So, auch da bimilidiere ich mich hin. Halt, erstmal wo ich das Auto habe. Da habe ich sogar ein Tuning freigegeben. Nice. Ich auch. Ja, auf 700. Auf, okay. Also ich hab mit Mantling, ich glaube, 181 Kilometer. Oh, dann schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, was stand da eben? Hinweis zur Schatztruhe anzeigen. Ja, Achtung, jetzt kriege ich wahrscheinlich hier permanent die Meldung. Ich muss noch was abholen. Draufgekackt, hier oben ist es angezeigt, dass ich es geschafft habe. Mehr juckt mich nicht. So. Also deiner tatsächlich praktisch überall bessere Werte als meiner. Okay. Ich baue trotzdem mal einen, meine Einstellung, mal gucken, was ich da rauskriege. 181 ist aber eine echte Hausnummer. Was muss man da haben? Weiß ich gar nicht mehr. 100, irgendwas um die 130 noch rum. Okay. Also 169. Braucht man? Gut. Ja. Können natürlich auch mal versuchen, von oben anzufahren, Anlauf von der Berg da zu nehmen. Also ich bin von da, wo du jetzt standest, bin ich auch gefahren. Finde ich auch am besten. Ja. Du kannst schön Schwung holen, kannst richtig durchheizen erstmal. Und es geht halt schon gleich ab. Er packt da keine 181. Also, der von 137 ist Tuning nehmen. Die Kurve schneiden, wie ich das gehört. Die hätte ich mir schneiden können. Und 184,4. Oh, doch meins nehmen. Gut. Also, wenn du einen PR-Sturm wolltest, hat's geklappt. So. Schick. Ja, nice. Das geht ja richtig schnell gerade. Alles. Gut, was haben wir noch? Serie, wir haben was gewonnen. Mercedes AMG E63, okay. Schön, mit einem Auto, was ich nicht brauche. Gut. Festivalspiel, das da. So, die Single-Dinge mal abgesehen vom Eliminator haben wir jetzt alle gemacht. Ja, Eventlab kann ich später noch machen. Auf die Prüfung bin ich gespannt. Hättest du Bock, Prüfung mitzumachen? Vielleicht hast du die stumm geschaltet oder du bist ins Koma gefallen. Stumm geschaltet. Nein, hier ist noch eins, hier ist noch das Gefahrenschild mit dem Porsche. Das hole ich mir schnell noch. Okay. So, starte ich auch hier hinten. Ich habe geguckt, ich glaube, den habe ich hier. Ach, das, ja. Ich habe ein kleines Tuning gebastelt. Okay, wie weit muss man springen? 330 Meter oder was war das? 310. Oh hey, jetzt hab ich den blöden Stream geguckt.
Ja, moin. Hier mal ein bisschen rechts halten. Fliegt oder fliegt weit. 441, das ist ja weiter als im Hauptbefehl. Und jetzt fehlgeschlagen, danke. Ach, Mann. Weil es eine Woche braucht, um das zu registrieren. Manchmal wollen die mich echt veräppeln, ohne Scheiße. Das war ein astreiner Sprung, 440 Meter, alles bombig. Aber nee. Nee, wir müssen ja mit einem Porsche springen. Mit so einem Porsche, ja. Nee. Gut, konzentrieren wir uns halt. Yay. Und weiter geht's. Komm, zähl endlich! Ist doch nicht dein Ernst? Schon wieder fehlgeschlagen. Was hat das Ding denn heute mit mir, ey? Das wartet auch wirklich 20 Jahre, bis es abrechnet. Hauptsache, man knallt irgendwo dagegen, ey. Alter. Ah, Scheiß Spiel. Stehst du jetzt hier oben, guckst mir zu, oder was? Ja, Jakob, guck mich an, da drüben steht er, der Drecksack. So, jetzt bremse ich mal hier, in der Hoffnung. Fehlgeschlagen. Das kann doch wahr sein. Keine Ahnung. Du kommst auf. Hört auf weiterzuzählen. Was, wenn ich die Meter weiterzählen will, weil ich bin ja noch in der Luft, aber nein. Dann beim Aufprall kommst du halt mit dem Spoiler zuerst auf. So, ich will dann unseren ganzen anderen Nachtwächtern, das ist gar keine Online irgendwie, oder? Nee, oh je. Jetzt gehe ich mal vom Gas und fahre ein bisschen langsamer. Er steht da und genießt die Show. Wahrscheinlich hat er gerade Popcorn gemacht. Guck dich das mal an, da steht der Drecksack. Der Drecksack. Jetzt hat's geklappt. Und auch sofort gezählt. Ja. So, gut. Ha, gepackt. So, das haben wir jetzt da auch. Einen Sprung haben wir, das haben wir. So, moderne Klassiker, was brauchen wir da? Habe ich gar nicht geschaut. Deutsche moderne Sportwagen auf A. Nehmen wir sowas nur zum Warmfahren, was hältst du davon, ne? Wie? Warum? Deutsche moderne Supersportwagen auf S1, ja, da müssten wir was haben. Gibt's hier oben noch ein Rennen? Oh! Okay, gut, dann starten wir doch mit was anderem, weil ich bin direkt daneben. Weißt du was, weil du gelacht hast? Deutsche Pickups auf B. Ja, genau. Was ist das? Rat mal. Was deutsche Pickups auf B? Ja, gibt's doch noch ein Event hier. Nö. Doch. Kann nicht sein. Natürlich. Kann nicht sein. Wo denn? Ich hab doch alle durch. Glaub ich nicht. Deutscher Pickup und Arabien auf B. Ja, du Drecksack! Ich hab alles durch. Alles, was relevant ist. So. Komm, das ziehen wir jetzt durch, aufkommen. Ja, auf. Weil du gelacht hast. So. Denk darauf, Automatik zu stellen. Oh ja, stimmt. Ach, ja, das ist doch Zeug. Danke. Bin für dich da. Ich habe keine Ahnung, ob ich einen Allrad-Pickup auf B habe, das ist mir eigentlich gesagt wurscht. Nach diesem Martyrium hier. Dann mache ich mir nebenbei Notizen. Hab mir so gedacht, hey, so ein kleiner Zettel reicht. Tut er nicht. Mittlerweile schon ein Block, ne? Bitte? Mittlerweile schon ein ganzer Block. Schlecht organisiert hier.
Auf was war das B? Jupp. Ich hab Autos, Autowechsel, Fahrzeugtyp. Pickups sind oh. Ich bin mal gespannt, was die mir als Leihwagen geben. Das ist kein, oder? Nee, sieht nicht so aus. Normalerweise sind wir gut vorbereitet, aber ich hasse halt Spielplatzspiele auch. Oder wollen wir schnell einen bauen? Hast du einen? Hast du einen? Ich hab einen, ja. Ich hab mehrere. Lassen. Okay. Ich hab den Bongo. Deutscher muss es sein. Ah, wie Deutsch. Wie Deutsch. Alemannia, ah, Deutsch, das hier, Deutsch. Ja, da habe ich Mercedes. Mist, da auch was, nicht nett. Könnte ich mit dem Bart gerade zur Hälfte rasieren vor Zorn, ey. Spielplatzpartien wird gesucht. Schicke Lackierung hat er da. Ja, ne? Mhm. Und das Edo ist doch besser, kann ich vielleicht sogar mir noch ein Auto schnell holen. Tuning runterladen. Der Mercedes, kurze Klasse B. Puh, die X-Klasse ist natürlich eine richtig geile Idee eigentlich. Na, es reicht nicht mehr. Es reicht nicht mehr. Gucken, was sie mir geben, wahrscheinlich eine Isetta oder sowas. Hast du nicht besser verdient? Ein Mietauto. Okay, ein G-Klasse, aber halt original. Ja. Da krieg ich jetzt einen Arsch voll. Jetzt verdient. Da krieg ich jetzt einen verdienten Arsch voll. Tolle Auswahl gehabt. Ich hätte den haben können, den G-Klasse haben können und den 6x6. Ich auch. Wie, wir sind nur zu dritt. Das geht besser. Wenn die anderen nur zu zweit sind, bin ich zufrieden. Ach nee, Quatsch, bei dem Profil ist es okay, wenn ich da jetzt ungetuned komme. Weil ich bin ja Anfänger, ich habe ja erst 151. Ich schon klar. Wieso die anderen sind bloß zu zweit? Hä? Hä? Was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Wir fahren halt so, ne? Ja. Jupp. Ich bin ein Zombie. Zombie hing am Block nicht ein. Uiuiuiui, der lässt sich ja gar nicht lenken. 6x6, der lässt sich auch nicht lenken. Doch, aber besser als meiner. So einen Weg abzuschneiden. Hinterherfahren bringt eh nichts. Hat wahrscheinlich eine Million PS. Wo ist er? Der ist gut, der Typ, ey. Dann haben wir
sein, dass das so ein Euro wieder. Hm, da halt jetzt noch Sabotaggio, verdammt. Okay, Sabotaggio ist genauso eine Rübe wie ich. Alter, aber was hat denn das für Bremsen? Oh, beendet. Okay. Ja, der voll die Bremsen drin. Der war auch ziemlich wendig, ich kann auch nicht, wie er das gemacht hat. Wahrscheinlich viel mit Handbremse gearbeitet. Ja, sein Kumpel ist auch so ein Kackfisch wie ich, kommt ungetuned an. Alle, ich sag, dass die Karte uns jetzt größer ist. Dass die Karte größer ist? Ich glaube ja, nicht. Von dir die riesengroße. Ah, jetzt wird sie kleiner. Achso, meinst du vom Ranzoomen her? Ja, das hängt mit der Geschwindigkeit, ja, glaube ich, zusammen. Wenn du langsam fährst, wird es ein bisschen größer, kommt näher ran. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Okay. Da ist nicht am Folgen. Die beide auf uns sagt. Geht mir mir auf und sagt, noch alle oder was? Dann ist es irgendwie. Naja, in der Zeit hat die Zeit davon. Ganz genau. Wenn er eigen. Ich bin der letzte Überlebende. Der ist jetzt auch hinter der. Wow, er lenkt nicht, er lenkt nicht, er lenkt nicht, er lenkt nicht, er lenkt nicht. Ah, ich schaffe es aber auch nicht abzulenken. Ach man. Scheiße. Ja, der ist gut. Der fährt echt gut. Ja. Ah, wir haben schon oft in Überzahl verloren. Ich sag's ungern, aber es ist so. In Überzahl zu verlieren ist ein Schnaps zu verlieren. Wir haben ja noch ein paar mit. So, nett, Schatz. Alter, wie ist der da jetzt durchgekommen? Der ist ein Schlitter. Wie hat er denn so wendig gekriegt? Alter, Scheiß! Meiner geht nur um die Ecke. Hinter dir her. Ich versuche ein bisschen wegzudrängen. Klappt nicht, weil der sehr, sehr schwer ist. Oh, schnell. Ja, dann müsste besser sein. Die haben beide kommen. Dann machen wir einen anderen. Den 6x6 kriege ich sowieso nicht. Das ist wahnsinnig, wie der abhaut. Ich glaube, wir müssen aus Frust nochmal die Autos tunen und nochmal hier reingehen.
dann doch. Nee, alles kannst du nicht erlauben, Junge. Alles nicht. Sag dir doch, alles kannst du nicht erlauben, alles kannst du nicht erlauben. Nee, so nett, Junge, so nett. Mann, ich geb die Krone auch nicht, aber der andere ist noch schlechter wie ich. Ah, fuck. Ah, die Mitglieder hat's gut. Ja, Tobi, jetzt springst du rum. Arschloch. Ist noch lange nicht rum das Spiel. Zieh nach links, wenn du kannst. Zieh nach links. Perfekt. Hat genau gesessen. Ich wusste, dass der dagegen fertig muss. Sauber. Gut gemacht. Ich war jetzt in der DR. Ich werde aber gleich ausgebremst. Macht nichts. Er auch. In der Nähe. Ja, ich glaube, wir haben es gewonnen, oder? Mal uns angucken. Oh, und wie wir es gewonnen haben, weil er nichts könnt. So. Ist echt nervenaufreibend, ohne Scheiß. Eigentlich ist mir das total egal, aber trotzdem sitze ich hier mit total voll im Hulk-Modus. Jetzt ist hier Flaggen, glaube ich, ne? Ja. Flaggen. Flaggen kann ich nicht. Das ist nur eine absolute Schwachstelle. König bin ich gut. Das warst du noch schon. König kann ich, ja. Aber Flaggen. Okay. Flaggenkacke. So, wie müssen wir jetzt verhindern, dass die welche hier reintun, oder müssen wir die holen? Verhindern, dass andere Teams Flaggen nehmen. Alles klar. Ja, bleiben hier im Verteidigen am besten, ne? Och, nicht dein Ernst, oder? Alter, ich hab den da berührt, das ist doch ein Wind, das ist doch das. Hast du auch, seine Flagge ist weg. Hat der für Bremsen drauf, du? Wir haben sie gerade total verkackt. Ja. Ich hab's verkackt. Oh, irgendwas stört ganz gewaltig, ich hör dich da auch nichts mehr. Ich hör auch ein Rauschen bei dir, kleinen Moment mal. Guck mal, was das ist. Ich höre keinen Ton mehr. Ah, fuck, ich fahr gerade zurück, da kommt er vorbeigeschossen, ey. Scheiße. Ich hab dich. Beweg dich endlich, verdammt. So. So, jetzt besser? Jetzt besser?
Hörst du mich? Weil im Stream ist eigentlich alles ganz klar zu hören. Das. Diesmal nicht. Nein! Gibst du sie hin, ja? Irgendwas hat wohl wieder eine Team. Gut. Na, jedes bisschen hilft. Ist auch fies, 3 gegen 2, gerade bei Flanken ist das echt ein übler Vorteil. Er hat es noch reingebracht, er hat es echt noch reingebracht. Scheiße. Ich gedacht, dass mir das noch gelingt. Na gut, 3 Flaggen. Also ich habe dich jetzt die ganze Zeit total abgehackt verstanden nur. Also es muss bei dir liegen, weil ich habe jetzt mal einen Stream angemacht. Oder schau du auch mal rein, weil da höre ich mich eigentlich total deutlich. Okay. Ah, das ist ganz einfach. Ja. Ich habe mir verstanden, dein Bremslicht bricht ab, aber das hast du bestimmt nicht gesagt. Ja, mein. Oh, komm. Machen wir nicht schneller. Oh, wie lange brauchst du bitte schon zum Wenden, ey? Komm schon, yes. Och, Handy, mach alle, wenn ich schneller komm. Alles gut, Stress hier niemand wohl hat. So, jetzt. Also ganz leicht rauscht zu haben, das ist sehr schlimm. Ja, jetzt Datenvolumen wieder da. Das ist abgelaufen worden. Wo ist denn jetzt die Flagge? Die Flagge? Im Süden. Da. Ja. Das was ich wirklich nicht drauf, was Flaggengedöns, das kann ich echt nicht. Da bin ich immer im getunten Auto bei, nicht? Also, hier habe ich wenigstens noch eine Ausrede. Ja, gleich. Yes. Ja, also. Ich wiederhole mich, weil er nichts gönnt. So. Souverän! Ja, souverän den Torgon einfach mit mal durchgezogen hier. Ah, diese Pfeife, ey. Ja. Ich tue so schon das Auto. Ja, würde ich sagen, ne? Nee, von Fremden nehme ich keine Tunes. So, fertig. Gleich Porsche, weißt du, Spielliste. Die Prüfung. Wenn du den hast, dann stell ein bisschen um oder lässt du es auf Original? Ich habe den schon umgestellt. Ich habe den Reifendruck vorne ein bisschen hoch, die Federn ein bisschen härter und das Differential ein bisschen mehr nach links gemacht alles. Okay.
zufällig freigegeben? Nee. Es ist auch nicht so, dass es ein Riesenvorteil wäre, glaube ich. Also für mich lässt sich dann einfach schön erfahren. Denk dran, die Dings, die Automatik wieder rauszunehmen. Ah, Automatik. Ja. Eine Minute hast du noch. Eine Minute hast du noch. Jo. Ich habe keinen, hat sie zur Party eingeladen. Ach, mit einem anderen Account, der ist ja auch online. Gut. Achso, der Porsche war es, genau. Na, bin jetzt mal gespannt. Obwohl, wenn alle Originalen von dürfte es eigentlich gehen. Dürfte es gar nicht so schwer werden. Die Privatare sind schon blöd. Und dann noch Pech mit den eigenen Leuten hat, die am Wegrammen, dann wird es natürlich ein bisschen tricky. Warte mal ganz kurz. Platzkacke. Aber nur weil wir gewonnen haben, sonst wäre es scheiße geworden. Du hast eine andere Auffassung von Humor wie ich, also ich weiß ja nicht. Witzig sehe ich da was anderes. Ja, immer noch besser, wenn wir da im Steinbruch in FA4 den einzelnen Kinder ergeben. Er alleine gegen unser komplettes Team und wir haben verloren. Das war unglaublich, das war unglaublich. Hammer, den haben wir nicht gekriegt, das ist Hammer gewesen. Na ja. Da muss ich echt mal einen Hut ziehen, muss ich sagen, da war echt... Ja. War echt, wow. Ja. So. Ja. Opa Todesser, auch ein geiler Name. Ja. Ah, klasse. Die Antonia ist wieder dabei. Ach, ja. Nur gut, dass wir die Strecke so kennen.
Achso, kommt der denn her? Du bleibst hinter mir, du bleibst. Nein, ach, da, DJ. Total blöd gegengelenkt, ich wäre so schön hier durch die Kurve geschrutscht, aber. Ganz kurz kalte Füße gekriegt und dann. Verkackt. Jawohl, was ist denn jetzt hier los? Ne? Einfach mal kollektiv überholen, oder? Geben mir hier. Ich könnte mal reinfahren, aber ich bin so arrogant, dass ich der Meinung bin, dass ich das brauche. So. Naja, das war ein kleiner Rimmel, das zählt nicht. Auch wieder auf sehr gut. Du aber auch nicht dran, ne? Ey, das ist der Hammer, wie die wieder davon auf. Ja, die sind schnell. Die sind echt schnell. Antonia, das war jetzt mit Absicht, oder? Natürlich. Angebumst hier. Nee, nochmal nicht. Jetzt hat er mich nur 22.0. 6. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich halte jetzt mit Absicht nicht auf, weil das gelingt mir mit dem Auto nämlich nicht. Man kann jetzt schnell hin und her lenken, da dreht sich die Kiste sofort. Da ziehen die einfach an mir vorbei. Das ist ja schon eine coole Kiste, ey. Cheers. Cheers. Okay. Weißt du, was die nächste Strecke ist? Bist du schon mal gefahren? Nein und ja. Ich weiß nicht, was für eine Strecke als nächstes kommt und ja, ich bin es aber schon gefahren. Ich habe mir überlegt, was das bedeutet. Okay, aber ja, das ist, jetzt macht Sinn, wenn du das so erklärst. Macht das Sinn. Egal, jetzt kriegen sie es. Ich spüre sie meinen Nuggets. Die Nuggets sind bei mir die Ordnung. Eine Sprintstrecke sein, wie ich mich nicht durch. Weil so wäre ich nichts mehr. Rauschen hast du bei mir nicht im Wasser, oder? Nee. Gut.
Jetzt ja, jetzt. Irgendwas ist. Ne, das war der Motor. Das war nur Motorgeräusch. Okay. Wo bleibt er stehen, oder? Ah, die Strecke. Hier bin ich mal Rivalenzeiten, wir haben bekloppter gefahren. Okay. Ich glaube, das ist eins sogar. Hör das. Ich glaube, das hier will nur. Ich finde das immer krass, wie die manchmal wie so einen Boost haben, die Driver da, dass die plötzlich hinter sind. Das ist krass. Oh nein. Nichts, wenn du die Position halten kannst, reicht es auf jeden Fall. Ich glaube, ich gebe das Tuning frei, da fährt sich relativ stabil. Relativ. Relativ. Keine Wunder. Angetriebenen Original. Ganz genau. Für Porsche, also schon. So, fahrt wieder da. Jawohl. So, back again. So, innen noch. Jawohl. Jetzt kriegen wir das. Immer positiv, denke ich mal. Ja, also sowas. So, das ist die Strecke. Da ist so ein bescheuerter Sprung drin an der. Kurz vor der 90 Grad. Ist das die? Nee. Keine Ahnung. Da ein Sprung drin, ja? Nee, ist kein Sprung drin. Nee, gut.
Bist du das mit der Hupe? Nee. Ich lasse den Platz, bevor uns gegenseitig raushauen. Ja, vorne, komm. Oh, ich habe auch nicht mehr Leistung als du und so. Ich kann nur mit dem Schalten ein bisschen was gut machen. Also, Schwung habe ich auch verloren. Also, gib Gulasch. Also, Scheiße. Sorry. Alles gut. Ein bisschen von der Ideallinie weggedrückt vorhin. Das ist aber Gulasch gegen mir, fuck. Oh, die sind aber weit vorne. Da, die sind aber weit vorne. Die sind brutal, sind die wieder. Wird dieser Arsch wirklich falsch rum? So, war Koro irgendwas eben. Just vorhin falsch rumgefahren, hab keinen Bock mitzufahren, dieser Penner. Sagen, dann verliere ich eigentlich ganz gern. Ja, freilich so. So einen will ich mich nie anstrengen. Ich wusste, dass du zu spät auf den Bremsen gehst, weil du mich nicht vorbeilassen solltest. Ich wusste. Also, wo kommt der jetzt hergeflogen? Das gibt's nicht. Also noch zwei Runden mehr, dann würde ich es noch kriegen, aber. Ich habe zu lange gebraucht, um an der Lande vorbeizukommen. Hm. Na gut, nein. Nochmal. War zum Warmfahren jetzt. Ja, wenn die Idioten wenigstens rausgegangen wären, ne? Also nee. Naja. Es ist wie es ist. Gewinner Antonia. Okay, nochmal. Verbindung unterbrochen. Egal, ich gerade das Tuning mal frei, dann kann ich das nämlich von meinem Hauptprofil auch machen.
auch nutzen. Offroad Flyer, ach so ist das Ding. Trial Fine Tune, so. Habe ich mir leichter vorgestellt, mir zu geben. Ja, das ist schon nicht ohne. Oh, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Jawohl. Heißt jawohl, du bist bereit oder jawohl, du sagst Bescheid? Jawohl, ich sag Bescheid. Das war jetzt eindeutig, zweideutig. Ja, bereit. Festivalspielliste. Fünfzehn Sekunden. Jawohl. Wunderbar. Ich finde es aber sau cool, dass sie das in letzter Zeit machen, dass man die Autos original fahren soll. Das gefällt mir richtig gut, ehrlich gesagt. Ja. Das ist schon gar nicht verkehrt, ja. Das bringt ein bisschen Abwechslung rein. Und auch die Driver-Tage sind nicht mehr ganz so übermächtig, weil manchmal sehr schwierig dabei gehabt, die sind einfach davon gefahren. Die haben dann alles in die Power gesetzt und haben trotzdem eine Grip gehabt, als hätten sie Flügel und alles. Ja. Da musst du gar nicht mehr ran. Leute, ich bin hier gerade beschäftigt. So. Süde. Schau mal. Was das Tuning gebracht hat. Also ich finde, der rutscht da nicht ganz so leicht weg am Heck. Was machen die denn hier? Was machen die denn hier? Die Driver-Tage sind schlimmer als Ami-Kinder auf Crack, ohne Mist. Das ist so übel. Sorry. Macht nix. Hast du noch bekommen? Ja. Hab noch bekommen, ja. Heißt der wirklich Brokkoli-Furz? Ich werde ja nicht mehr. Alter, die Namen werden ja immer besser, ey. Ich glaub's ja nicht. Ernsthaft, ey. Leute, ich schwör's, ich kann das Ding gewinnen, muss mich aber nur ein bisschen vorlassen, nur ein bisschen. Gandalf hat mich eingeladen, Dings hat mich eingeladen, ich muss mich echt wieder auf nicht stören stellen, also nur zweite mit meinem Hauptaccount. Ja, jetzt laufen Einladungen.
lässt sich bedeutend schöner fahren als meine auf jeden Fall. Ja. Und? Ja. So ein bisschen Feintuning, das kann hier und da wirklich halt schon ein bisschen was rausreißen. Nicht viel, aber wenn alle das gleiche fahren, macht so ein bisschen manchmal schon einen Unterschied. Ehrlich? Der mir am Bobas klebt hier. Haben wir jetzt auch mal souverän durchgezogen, das Ding, oder? So bitter. Sauber. Den Alarmblatt bin ich über nichts mehr. So, ja, Weltklasse. So, lass mich auf der App. Lass mich auf der Stellen hier auf dem anderen Profil. Moin Gandalf. Moin Gandalf. Servus. Jo, ich bin mit dem Profil online, deswegen passiert auf dem anderen nichts, wenn mich da einlädt. Ja. Aber du bist nicht der Erste, ich habe jetzt 5 Einladungen bekommen. Ich sehe, dass ich online bin und stream so, hey, wieso kommt die Sacknase nicht? Ja, mea culpa. Ja, und da ist der Stefan hier dann direkt Nase Füße gekriegt und wollte mich schon anzünden. Wie denn, Stefan? Bist du jetzt Diva? Nee. Nee, freilich. War mir doch auch klar. Also. Aber auch nur zur Info, Gandalf, wenn da nicht stören steht, kannst du mich gar nicht einladen. Dann kann man nichts machen, dass der Unterschied zwischen Offline und nicht stören. Ja, aber das nur zur Info. Du kannst da auch keiner Lobby beitreten, wenn ich auch oder sowas. Das ist dann alles weg. Hast du ja auch. Also, großes Lob an dich. Ich hab mich ja. Nur weil du die ganze Zeit da warst, müssen wir jetzt schon zum zweiten Mal die Prüfung fahren. Ich wollte noch was verkackt und jetzt müssen wir gerade nochmal fahren hier. Ja. Ja, sauber. Sauber. Okay, ja, cool. Gut für dich. Ja, wir hatten richtig Pech vorhin in der anderen Runde. Der eine hat gar keinen Bock mehr gehabt mitzufahren, der ist dann sogar andersrum gefahren. Hat auch Spaß draus gemacht. Und ja. Ja, gut, Prüfung beenden wir jetzt gleich hier. Die gewinnen wir diesmal auch. Aber die anderen Rennen sind wir auch noch nicht gefahren, also haben wir erst angefangen. Das heißt, wir haben erst angefangen, sind schon über eine Stunde unterwegs, aber es dauert halt auch alles ein bisschen. Ne? Wir sind auch diesmal die Spielplatzspiele gefahren. Bist du deine Blitzzone gemacht hast und das gemacht hast Ja, der Sprung war tatsächlich interessant, ey. Sprung. Also Blitzer ging beim Sprung, haben sie mich vorhin verarscht. Weißt du, ich bin da geflogen mit dem Porsche, 440 Meter aufgekommen, hat aufgehört zu zählen, dann nochmal aufgedopst beim zweiten Landung, dann immer fehlgeschlagen. Ich musste, glaube ich, 4-mal machen oder sowas, den Sprung.
vier oder fünf Mal. Und der Stefan, die Sacknase, hat sich Pop dran gemacht, hat sich schön neben hingestellt, oben an die Sprungschanze und hat gewartet, was ich da treibe. Oben bei dem am Teleskop. Ja, mit meinem Hauptaccount hatte ich das auch sofort gehabt. Nur hier irgendwie haben sie mich halt direkt mal und gesagt, nö, du nicht. Funktioniert aber auch nur noch der AMG mittlerweile anscheinend. Du holst mich nicht Brokkoli-Furz. Kein Scheiß, der Typ heißt wirklich Brokkoli-Furz. Das ist ein Gamertag. Der meint, er könnte mich jetzt hier noch holen. Das kann er haken. Das kann er haken. Ich habe einen 2-Fahrfehler gemacht, aber du kriegst mich nicht. Auf keinen Fall. So. Oh, sonst ja kein Schüler. So, hört man dich im Chat? Ich habe einen Stream übrigens laufen, Gandalf, wenn du gehört werden möchtest. Niemals. Steht auch extra drin, Stream ab 18, also. Gut. Da sind mir die Klicks mal egal. Ich möchte kein Blatt vom Mund nehmen. Yay, gewonnen. Das ist kommst du Gandalf hinter Party ja. Schon gewinnen wir alles hier. Ja. Sonst. Selbstloser. Übrigens, der GT2 ist der nächste Woche dann auch mit reinkommt für den 2021er und 11er, den wir rausschmeißen. Ja, ja. Deswegen habe ich ihn heute Morgen nochmal probiert. Der ist aber auch höllisch gut, der Wagen. Das ist wirklich abartig gutes Auto. Ich gute Sau. Aber ich habe im Forum noch nicht alles zugegeben. Gut so, immer sind die in der Hand halten. Immer sind die in der Hand halten. Ach, die anderen alle bloß 35er Zeiten zugegeben, dann muss ich es nicht übertreiben. Bravo, Junge. Bravo. Ja, wir haben den nach MB-AMG. Yes. Ich hab keinen, hat sie dreimal zu einer Party eingeladen. Alter, ohne Scheiß, wenn ich erstens mal nicht reagiere, wird das schon seinen Grund haben, mein Freund. Hat einer von euch denn in der Freundesliste? Wen? Ich hab keinen. Ja, hab ich drin. Dann lad ihn mal bitte ein. Weil der lädt laufend mein Zweitprofil ein zur Party, obwohl ich mich offline gestellt habe. Ich bin halt nicht da, aber mit meinem Profil also hier habe ich nicht drin. Ich sehe ihn aber nicht. Ja, weil er offline geschaltet ist, der Vogel wahrscheinlich. Ja. GTS. So, da kannst du auch das Auto, kannst du, das ist ein normaler Wagen. Ist der selten? Lass mich mal kurz gucken. Was denn? Der AMG, der gelbe. Den konntest du bis jetzt auch noch nicht kaufen und nix. Echt, kann man nicht kaufen? Der ist jetzt neu drin. Okay, dann. Geil. Also ich habe ihn eingeladen, gell? Sehr schön. Zum Spiel und zur Party. Sauber. 250.000 kriegt ja. Stimmt. Stimmt. Das ist ja der. Alles klar. Ja, cool. Das ist sehr cool. Hier exklusive Kiste. Gewinne eine Dirt-Rennveranstaltung und einen 84er Opel Manta. Mal gucken. Bei Gelegenheit. Bist du schon beigetreten, Gandalf? Ja, ist noch nicht drin. Also ich bin drin. Steffen ist jetzt der Anführer der Kosten. Warum das? Aha. Hast du mich ausgewogen? Warum das? Ah, nein! Nee, bei mir stand, die Verbindung wurde unterbrochen. Das war wahrscheinlich wieder so eine Halblüge von Forza. Und hat automatisch dann einen neuen Chef gewählt. Macht nix. Du weißt ja, welche Rennen wir noch nicht gefahren sind, also hau aus. Hä? Irgendwas haut er jetzt nicht hin, weil ich dich jetzt zum Anführer gemacht habe, aber trotzdem. Es steht automatisch, dass ich der Anführer bin. Ich habe dich jetzt zweimal zum Anführer gemacht. Okay. Aha, du bist Chef. Bin ich Chef?
Ele Bitch, Chef, Ele Bitch. Okay. Ich hoffe, ich jetzt mit Gandalf und lässt über die Chefetage. Oh. Loopstorm, ey. So. Gandalf, probier mal du, obst du ein DJ. Ah. Im Anführen noch, sonst. Nee, geht nicht. Geht nicht? Gerade probiert. Nee. Macht nix, macht nix. Ich kann gut damit leben, nicht Chef zu sein. Ploppt sofort immer auf, du bist der Anführer. Ja. Das macht gar nichts. Jo, dann, dann fehlt uns noch das Rennen unten am Flugplatz. Flugplatz sag ich schon, Quatsch. Ganz unten im Dschungel, ganz unten Dschungeltalfahrt. Ja, alle Rennen bis auf die Prüfung halt. Also, Saisonmeisterschaft Straßentheater, oder? Ja. Ja? Irgend sowas. Ja, mach einfach mal, passt schon. Alle Rennen bis auf die Prüfung. Genau, Straßentheater, was brauche ich denn für ein Auto? Deutsche Moderne Supersportwagen S1. Ich hoffe mal, ich hab da was. Ja, du hast da was. Ich weiß, dass du da was hast. Ein Audi hast. Audi A mit 10, den hast du auch getunt. Und der reicht zum Gewinnen. Also bei mir hat er gereicht. Mit dem Hauptaccount, ja. Ah. PvP? Nee, Team. Lass mal, ich gucke nur kurz bei Audi rein. Modernen Sport. Ja, habe ich tatsächlich. Ja, passt. Audi TTRS. Nee, das war A. Also cool. Ah, ich werde schon irgendwas haben. Ich werde schon da sein. Also Co-op. Also hast du mit Zigarren eben Co-op, ja. Okay. Kann ich? Yep, hau rein. Yep. Play it, Sam. Play it, Sam. Okay, babe. Wie heißt dieses Event jetzt? Straßengedings? Straßenszene. Also mit Gegenverkehr. Nee, wie das Event heißt, aber so einen komischen Namen. Straßentheater. Keine Ahnung. DJ, du kringelst wieder. Ja. Bei mir kringelt ihr beide. Ich glaube, ich muss das Spiel mal neu starten. Bei mir passiert gar nichts. Bei mir auch nicht. Ich gehe mal aus der Kolonne raus. Ich kann auch nicht Gas geben oder sonst irgendwas machen. Nee. Ich verlasse mal kurz die Kolonne. Ja. Da hat sich wahrscheinlich wieder irgendwas drauf. Das Spiel möchte ich jetzt mal nicht neu starten, sonst der Stream unterbrochen wird. Aber wenn das jetzt beim nächsten Versuch nicht hinhaut, dann... werden wir auch den. Aber bei uns tut sich gar nichts. Tut sich trotzdem nichts. Okay, hast du jetzt uns eingeladen? Gut. Mhm. Gehen wir mal rüber. Jetzt wird willkommen bei Straßentheater. Okay. Nee, dann. Wir suchen nichts aus, abbrechen oder geht ja noch weitermachen. Ah, oh, jetzt habe ich wieder eine Schnellreise gemacht, eine sinnlose für 4000. Ich hab kein Geld. Aber wir sind jetzt im Rennen, ne? Also ich zumindest. Okay, und ihr seid in meiner Kolonne. Also in Kolonne und im Rennen. Genau, wir sind zu zweit. Dann macht ihr mal, guck ich mal, in der Zwischenzeit, ob ich einen modernen Sportwagen hab, oder was? Nehmen wir deine Supersportwagen, was du sogar. Nee, wir treten aus, oder? Ja, ich hab das Rennen, ich muss es nicht machen. Ja, ich hab's ja auch. Sowieso, also das schon mal vorab. So, Retro Super. Dann geht raus. Audi R8, wir haben eine Möglichkeit, das ist noch ungetuned. Der ist gut, den habe ich gestern genommen. Den R8 nehmen. War mit deinem Tuning. Oh, gut. Freut mich immer, wenn sie funktionieren. Fotografieren wir sie doch gerade mal. Lackierung habe ich gar nicht für den Audi. Oh,
kurz noch tunen. Track Racer. Oh, es wird Tinsel Monster. Es wird Tinsel Monster. Ach Gott. Oh, und da bricht er sich wegen 4,5 auf. Ja, die 80.000 plus die 4,5 das summiert sich. Das summiert sich, mein Freund. Ja. Gandalf bereit? Ja. Stefan auch? Aber selbstverständlich. Sauber erst. Ja, aktuell könnt ihr euch dumm und dämlich verdienen, übrigens mit dem Opel Manta im Auktionshaus. Okay. Ich hab gesehen, wie er für 20 Millionen verkauft wurde. Ich selbst habe jetzt schon keine Ahnung. 15 Millionen gemacht. Mhm. Gut, ich habe 215 Millionen. Ne? Gut. Ich finde es halt immer geil, dass die Leute echt nicht nachgucken. Also das ist echt irre. Ja gut, manche wollen es wegen der Auszeichnung. Du musst ja einen kaufen für 20 Millionen. Da fehlt mir auch was sein, anderes, einiges davon andere kommt. Ja. Oh, der Porsche ist schick. Das ist ein schönes Auto hier. War auch verdammt viel Arbeit. Glaube ich. Diesen Farbverlauf bei dem LED-Glow-Schriftzug, der ist echt nicht ohne. Hatte ich bestimmt 2 Stunden gekostet, nur der Balken und mit den LEDs. Das tipp ich mal. Wenn's reicht. Da hat er geflucht, vielleicht. Da hat er geflucht. Kann ich mir vorstellen. Oh, bei mir laggt es gerade ein bisschen gewaltig. Oh, den hast du auch gut im Griff. Den Porsche. Ich hab's gewusst! Ich brauche wieder hängen bleiben. Mist! Geh doch rum! Hui! Hoho! Und diese Beine, die ich meine, die ich Gandalf! Ach ey, was ist denn jetzt los? Hast du eben ein bisschen gelaggt? Ich weiß nicht, ob es an meiner Leitung lag oder an deiner. Irgendwas haut nicht hin. Mann, so schön da vorne dran, ne? Ich kotze mich an. Ja, du bist wirklich souverän gefahren, das sah richtig gut aus. Du hast ja noch sehr gut im Griff, den Porsche. Mhm. Aber bei dem scheiß Gedankpfosten, da bleibe ich öfters hin, weil ich zu eng immer neben die Kurve. Das ist auch blöd, wenn du ein bisschen zu spät einlegst, dann knallst du links in die Wand rein. Also es muss schon wirklich super passen an der Ecke. Verbremst. Ist nichts gesehen, Leute. Jo, das haben wir. Naja. Thank you.
In Audis werden wir auch bald mal ein Rennen fahren, habe ich schon die ganze Zeit Bock drauf. Gerade mit einem Whitebody sieht richtig cool aus. Ich weiß nicht, welcher Lambo das ist. Ich glaube, der Müll ist der Lago, der hat auch einen Whitebody. Sind Donnerstag mit den anderen Leuten gefahren, Gandalf? Haben die am Donnerstag so eine Session gemacht? Haben die am Donnerstag so eine Session gemacht? Und die ganzen Aufgaben erledigen? Bist du da mitgefahren? Die sind gefahren, aber da war der Greta dabei. Ah, okay. Okay. Dann bin ich alleine gefahren. Hat auch nicht so viel Zeit. Ja, ein bisschen Zeit muss man schauen. Start verpennt, hat er Start? Sorry, Stefan, ja. du poppst da gerade auf und bist dann weg. Alles gut, weil der andere da mit der Aufzug blockiert hat, Gonzalo. So eine Strecke, die wir mittlerweile richtig gut kennen hier. Ja, aber nicht auf S1. Also die Bremspunkte sind ein bisschen anders als beim Mazda. Ah, sorry. Macht nix. Ups. Ich habe ein bisschen viel gebremst. Ja, das habe ich mir jetzt auch gedacht. Alter, geht einfach nicht um die Kiste. Ah, oh, fast so aus, ja. Also, ich nicht so gern. Ja, meine tut sich halt auch ein bisschen schwer. Braucht Speed, dass er genug Anpressdruck auf die Vorderachse kriegt. Das fehlt hier einfach ein bisschen. Sorry. Du warst gar nicht dran. Also zumindest okay. Habe ich dich nicht gesehen oder gemerkt. Da fällt sich gar nicht schlecht. Haben wir das auch schon gewonnen? Jo. Das Trio hat wieder alles rausgerissen hier. Da ist mir noch kein Auto reingefahren, was man da dagegen setzen könnte. Würde ich auch gerne mal ein Rennen fahren. Vielleicht mit einem 5er BMW mal gucken. Straßentheater abgeschlossen. So, dann brauchen wir als nächstes. Deutsche moderne Sportwagen. Muss man dann der Audi oder sowas? Also mein TT. Diesmal bin ich mich nicht. Modern.
drauf? Klasse A. Klasse A. Nein. Gandalf ready? Gandalf ready? Yep. Stefan ready? Jawohl. Jawohl. Perfekt. So ist es, wenn man mit Profis zockt. Außer vorhin, als ich diese Spielplatzspiele gemacht habe. Da kam ich ungetunt her. Da kam der Profi voll zum Vorschein. Da schäme ich mich auch ganz nice ein bisschen dafür. Nicht cool. Nicht cool. Nicht cool. Aber du warst trotzdem. Jupp. Der andere Vogelscheuche ist jetzt gar nicht in die Party gekommen, ne? Haben mich jetzt fünfmal eingeladen. Z4. Das ist eine gute Wahl. Das ist ein richtig gutes Auto eigentlich. Sorry. Macht nix, die Bremsklötze hier vor mir. Kann mir nichts tun. Nichts. Es ist auch mega viel Verkehr, da kommt mir das nur gerade sofort. Entschuldigung, Gandalf, Entschuldigung. Nee, macht nix. Das ist extrem viel, oder? Ja. Übelst! Was geht denn da ab? Das ist wirklich viel, aber richtig heftig. Ja, übelst. Blöden Auszeichnungen, die man links mal freischaltet, lenkt mich immer ab. Wie ein kleiner Junge gucke ich da immer nur und lese und überlege, was ist das? Das ist mir echt abgewöhnt. Ja, das kannst du aber auch ausschalten, ne? Aber dann ist halt immer alles weg. Auch die Benachrichtigung von das und das und ja. Ja. Schafft 232, das sind alle Bärte ab danach. Hat er Grip ohne Ende. Ja. Ja, das Z4, der ist schon ganz gut.
Was? Lehrer? Was? Lehrer? Ich bleib so weit links wie ich kann, weil ich muss nicht Power machen, ich. Alter, hab ich eben nach hinten geguckt, weil ich keinen von euch blockiere. Genau im richtigen Moment, ey. Genau im richtigen Moment nach hinten geguckt. Ei Gott, wie ein Noob. Wie ein Noob. Eieieiei. Und dann noch einen Rückwärtsgang geschaltet nach dem Abflug. Passt. Ach, es wird Zeit, dass ich die Rennhandschuhe an den Nagel hänge. Stefanski! Ich wollte gerade, ich hoffe, gerade, dass du angeschossen kommst, wollte ich gerade noch sagen, Achtung, Bremse, aber da war das schon viel zu spät. Da ist das ja voll durchgezogen, das Ding eben. Alter Schwede. Ah, Kiefer! Alter, was ein Abflug, ey, was ein Abflug. Aber ich hab's Catering-Bahn verpasst und hab's relativ noch auf dem Zündplatz. Hab zwar meinen Kollegen bis ausgebremst, der stand beim Rausfahren, also wie ich rausfahren wollte, da auf die Straße wieder, da war er noch nicht da. Und wie ich auf der Straße war, da war er auf immer hinten im Trockenraum drin. Da war er da. Solchen Freunden brauchen wir keine Feinde, stimmt's, Gandalf? Ja. Ich dachte, ich fahre einfach geradeaus, ich schiebe mir ein bisschen an. Ja. Sehr kollegial, sehr kollegial. Moderne Klassiker war das. Probierst du noch auszuweichen, dann schien du bloß auf der Ecke und dann fliegen wir beide raus. Ja, das ist ja. Dann nicht unbedingt der Burner. Lass es leichter so. Ja, freilich. Ja, aber wirklich am Rausfahren habe ich noch nach hinten geguckt, wo du bist. Da habe ich dich nicht gesehen und dann. Ich habe dich vom Recht schon kommen sehen, damals sehr alternativ, sehr alternativ. So, alles was Koop geht, haben wir jetzt eigentlich. Wir könnten noch mal zum Spaß die Prüfung zusammenfahren. Das ist komisch spät, ist. Ja, das wird passen. Einmal kann ich noch Prüfung fahren, muss ich mal. Ja, Zeit zum Futter. Oh, nee, Quatsch. Ja, lass mich ganz kurz noch das Event-Lab fahren. Dann habe ich das nicht fürs Video komplett voll. Ich weiß nicht, ob man das zusammenfahren kann. Das kann man auch zusammenfahren normal. Geht's zusammen? Geht's zusammen? Perfekt. Normalerweise schon. Probieren wir es. Natürlich Koop, ja, Weltklasse. Alles klar. Alter, total scheiße Strecke. Also ich. Ja. Ach, die. Ja. Ach komm, wenn der angeboten wird, der 2021er Porsche, dann kann die Kiste mal zeigen, was sie kann.
Es zeichnet sich so ein bisschen ab, welches Auto Leute gerne fahren, ne? Irgendwie sieht es schwer nach dem Porsche aus. Ja, bei dem habe ich das noch das Tuning drauf mit dem guten, mit dem schicken Heckflügel. Mhm. Das sieht aber besser aus. Ja. Zur Not habe ich euch ja dabei. Hey. Alter, was ist denn schon wieder rum? Sorry, da war ich nicht. Ich hab mich rübergedrückt. Ja, weißt du, ich wollte die ganze Zeit gucken nach deinem Heckflügel, was du da für ein Heckflügel drauf hast. Deswegen hab ich auch nicht aufgepasst. Okay. Ja, das ist der Originale, der so schön abgehängt ist. Ich weiß nicht, was ich von der Strecke halten soll. Das ist eigentlich ganz okay, aber irgendwie irgendwas fehlt, was richtig Spaß macht. Ist aber nicht flüssig. Ja, ja, ja. Irgendwie ist das. Ist irgendwie hakelig. Genau. Ja. Letzte Woche war cool mit den Offroad-Monster-Dingern. Die war wirklich geil. Ja, das ist auch irgendwie die Übergänge hier. Da stockt das Auto, springt komisch, das ist Käse. Ja, genau das habe ich gemeint. Da hüpft das Auto kurz, hast keinen Bodenkontakt, sondern fliegst du. Vor allem, da kannst du ein Stück erwischen, da fliegst du die Schlucht runter, gell? Echt? Wenn du das ausprobiert hast, ey. Sorry, hab ich vergessen. Alles gut, alles gut. Ja. Das ist nur ein Rennen, gell? Ja. Gut. Hätten wir das auch erstmal erledigt. Gut so aus. 82 an einem zweiten Ding kann man immer brauchen, das ist einfach immer ein schönes Auto. Ist das deine Lackierung, Stefan, diese königsblaue? Ja. Gefällt mir, ist schön. Die Farbkombi ist schick. Aber das Orange gefällt mir noch nicht. Oh. Das soll Orange sein, aber mir sieht's gelb aus. Ja, das sollte Orange sein, normalerweise. Aber gelb ist okay, das sieht wirklich nicht schlecht aus, gefällt mir. Pitsche, deiner sieht irgendwie aus, erinnert mich an Vanillepudding mit Himbeeren, mit Johannisbeeren. Ja, ich habe schon lange überlegt, wie ich das die Lackierung nenne. War jetzt nicht negativ, ich mag den Vanillepudding. Der ist total geil, das ist total geil. Geht mir genauso. Nee, ich mag es ein bisschen bunt, also das ist wirklich total meins. Und ich experimentiere schon, solange ich Forza spiele, experimentiere ich schon mit Farbverläufen. Und das ist der erste, wo es mir einigermaßen gelungen ist. Ganz zufrieden bin ich immer noch nicht damit. Aber das ist der erste, wo es einigermaßen geht. So, okay, einmal Prüfung noch, würde ich sagen, und dann. Alles klar. Jetzt muss ich erstmal Abendessen und dergleichen. Ja, ich habe nämlich auch langsam. Komm, wir sind schon fast 2 Stunden hier dran. Ja. Oh, 25 Sekunden.
Übrigens habe ich ein leicht modifiziertes Tuning freigegeben mit diesem Account für den Porsche. Das hilft ein bisschen. Stefan, mein Aus läuft stabiler. Ja. Also wie der originale. Achso, ich habe mein Tuning übrigens auch freigegeben, gell? Falls einer mal probieren will. Gut. Auf andere Spiele. Also Gandalf, wann machst du eigentlich die 13.7 bei dir vorne? Diese XBLS stimmt doch schon lange nicht mehr. Hast du von hinten bis vorne gelogen, ey, in ihren Scheiß angeguckt. Er weiß es, deswegen ist er still. Mikro ist aus, ich weiß nicht. Okay. Das Mikro aus ist in Ordnung, aber das Headset war nicht aus. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Konnte ich nicht hören, sonst hätte ich geantwortet. Nein. Er sitzt wahrscheinlich schon zitternd da. So. Und diese Kiste gefällt mir übrigens immer besser, der Desert. Immer cooler irgendwie. Richtig Spaß. Ja, es kommt mit Klasse, also Klasse A war der. Ich glaube, der darf einfach nicht gegen andere Autos fahren, weil er einfach schlecht ist. Mit seinesgleichen fährt das alles gut. Wir sind ja vor ein paar Tagen, Sonntag glaube ich war es, da haben wir den ja auch gefahren. Für eine Aufgabe. Und da ist der Commander den, glaube ich, gefahren. Okay. Und ich bin den 959 gefahren. Der Commander kam gut mit dem zurecht. So hat echt bombig performt, aber am Ende halt fehlt einfach der Grip bei der Mühle. Ja, stimmt, die hätten da Möglichkeit noch Heckspoiler und Frontspoiler dran gemacht und dann gut ist, ne? Ja, da bräuchte aber nur ein bisschen mehr Grip, dann war das eine richtig geile Kiste. Vom Fahrverhalten hat er mir mehr Spaß gemacht als der 959 Offroad. Ja. Weil einfach agiler ist, also richtig flippig, richtig lebhaft. Oh, fuck. Mein Fehler. Ich habe nicht das Problem, dass ich, wenn ich die Handbremse ziehe und nicht die Kupplung ziehe, dann säuft der Motor ab. Und das ist der Heckantrieb, jetzt ziehst du die Handbremse, was macht der Motor, bleibt eigentlich stehen. Und dann kommt erstmal keine Leistung für eine Sekunde, anderthalb, ne? Ja. Heiland, Mailand. Die ganzen Trottel waren immer vor mir. Wer geht nicht durch die Kurve? Sag ihm das. Wohin, Wille. Wohin. Fahren auch wie die Teufel da vorne. Falscher Gang. Schäm dich. Schon kommt er direkt vorbei. Schon sind wir. Weg mit dir. Irgendwie? Komm ich gerade nicht in meinen Rhythmus rein.
Kannst du eigentlich warum? Da hat ein Kollege vorne gefehlt, der mich motiviert. Geht ja gar nicht, dass ein anderer blauer Platz 1 ist. Ist recht nett, wenn er nicht zu uns gehört. Ja, aber der Performance, der hat auch dann die Frage jetzt schön den Rot auskommen. Ja, gut, ja. Der Performance. Guck mal weg, gerade eben einen Loop-Fahrfehler gemacht, dass ich mir hier rausgehauen habe. Sehr geil gemacht. Also mir macht dieses Rennen wirklich Spaß, ohne Scheiß. Macht das richtig Laune. Das könnte ich auch mal 20, 30 Runden fahren, sowas. Also, ja. Das ermutigt mich auch in dem Vorhaben. Ich habe vor mal, wir haben ja jetzt diese Rennserie mit den vier Rennen, wo wir vier Rennen im Prinzip mit gleichen Autos nehmen, die gleiche Autoauswahl. Ja. Und ich habe mir überlegt, ob wir sowas Ähnliches auch machen, dass wir sagen, wir machen vier Rennen mit jeweils einem festgelegten Wagen. Wie zum Beispiel nur der Porsche. Ja. Also irgendeine Kiste, die sonst überhaupt nichts taugt. Wenn ich mal diese ganzen Rallye-Monster angucke, da sind ein paar dabei, die kannst du für nichts gebrauchen, weil die einfach eigentlich Käse sind, wenn sie mit anderen mithalten sollen. Der MC zum Beispiel. Also, ja. Soll er sowas machen? Ich bin in so ein 10 Minuten spätestens fertig. 5 im Ideal fahren, spätestens 10 bin ich fertig. So. Ja, das ist im Hintergrund, das meine so eine Frau. Hat mich nur daran erinnert, dass es langsam Zeit wird. Manjare. Das Coole ist, sie wusste wahrscheinlich gar nicht, dass sie auf der Kamera zu sehen ist. Haha. Ja, das passiert, wenn sie sich ausbremsen wollen und sich dann komplett verschätzen. Die Driver-Tar. Stefan, die hast du richtig geil genommen. Fettes drauf. Hab die ganze Brühe ein bisschen. Ne, war völlig okay. Hier war so viel los, war absolut in Ordnung. Hast du richtig gut genommen. Kein Sarkasmus, die war gut. Das war wegen euch, wollte ich. Ja, da hat es mir ins Heck weggezogen. Kann passieren. Nee. Ich habe jetzt nur mal einen Zugsprung gewartet, weil ich zwei Driver da noch schon ausgebremst hatte eben. Okay.
So ein blöder Witz, Alter! Na? Jetzt sind sein Name nicht, aber der auf dem ersten Platz jetzt ist, der hat mir jetzt kurz vor dem Ziel noch eine versetzt, dass ich rechts links an die Bande geklatscht bin. Weil sonst hätte ich nämlich noch auf den ersten Platz gewonnen. Okay. Im Fluge hat er mich noch weggetotzt. Und sonst hätte ich ihn nämlich überflogen. Sound. Aber naja, gewonnen ist gewonnen. Dann werde ich jetzt auch erstmal was essen. Oh. Ja, das war jetzt auch eine coole Session, ohne Scheiß. Das hat es richtig Laune gemacht. Das war jetzt mal zwei Stunden. Ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock, heute zu zocken. Ich bin irgendwie erkältet. Meine Frau hat jetzt eine Woche flachgelegen nach ihrer Impfung. Und ich hatte überhaupt keinen Bock zu zocken, aber es hat sich gelohnt. Das hat echt Laune gemacht. Boah, ja. Auf jeden Fall. Gut, dann hören, sehen und riechen wir uns bestimmt. Ja, morgen. Morgen zum Rennen natürlich. Richtig. Dann wünsche ich auch noch einen schönen Abend und Servus. Servus. Dann bis spätestens morgen, Leute. Haut rein. Jo. Bis dann. Also, ciao. Tschö.